Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal für Drechselbedarf Schulte. Heute möchte ich euch mal unseren Drechselladen zeigen. Ja, das ist hier unser Laden in Geestegroes-Heseke im Emsland, in Niedersachsen, nahe der niederländischen Grenze. Wir haben jeden Montag bis Freitag für euch geöffnet und wir haben außerdem jeden ersten Samstag im Monat in der Sommersaison geöffnet. Und im Winter haben wir an mehreren Samstagen geöffnet und holen ab und zu auch mal Vorführer hier vorbei. Also schaut am besten auf unserer Homepage vorbei und schaut, ob wir gerade aktuell, zum Beispiel wie jetzt im Oktober oder im November, nochmal für euch geöffnet haben. Das Herzstück von unserem Laden sind natürlich unsere Drechselmaschinen, die wir einmal fast komplett ausgestellt haben. Einmal unsere eigenen MIDI, Stratos und Twister Maschinen, aber natürlich auch Technatur, Record Power oder Haga. Ich werde euch einmal ganz kurz unsere Maschinen vorstellen. Wir haben hier einmal die MIDI 1, unsere kleinste Maschine mit einem 1 PS Motor. Dann haben wir hier die MIDI 2 Plus, wie man sehen kann, schon ein bisschen größer und schwerer in der Ausführung. Und schon mit einem Reitstock mit Trapezgewinde. Die nächstgrößere Maschine aus unserem Sortiment ist dann die MIDI Pro. Die steht hier. Hier wird auch immer mal dran gedrechselt, wenn Kunden irgendwas Spezielles sehen wollen. Das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie schon einen dreh- und verschiebbaren Spindelstock hat. Dann geht es weiter in unserer Product Range mit der Twister FU180. Wir haben hier auch immer an den Maschinen noch ein bisschen spezielles Zubehör montiert, um einfach mal alles zu zeigen, was wir so anbieten. Die Twister FU180 im Vergleich zum MIDI Pro nochmal ein bisschen größer, stärkerer Motor, massiveres Untergestell, also fast doppelt so schwer, was dann beim Drechseln einfach Gewichtvorteile hat, das heißt, die ganze Maschine läuft ein bisschen ruhiger. Danach haben wir hier die Twister Eco, die quasi eine Eco-Version ist, das heißt, hier werden auf ein paar kleine Details verzichtet, wie zum Beispiel die mobile Bedienbox, also alle Maschinen bei uns haben eine mobile Bedienbox, die Twister Eco nicht. Dafür hat sie halt einen etwas günstigeren Preis. Und wenn wir gleich hier sind, zeige ich euch gleich mal unser Hub Plus KS Doppelschärf-Komplettsystem. Ein Doppelschärfer, mit dem man eigentlich alle Anschliffe in Windeseile durchschärfen kann. Mit dabei ist auch diese Anleitung mit diversen Einstellungen, um eigentlich jeden Drechselmesser-Anschliff schnell nachzuschärfen. So, gehen wir mal weiter zur Stratos FU230. Hier haben wir einmal die Stratos FU230 mit einer Außendrehvorrichtung montiert als Beispiel. Das Besondere an der Stratos ist auf jeden Fall der wahrscheinlich einzigartige Spindelkasten, ebenfalls dreh- und verschiebbar. Außerdem mit ein paar Alleinstellungsmerkmalen, zum Beispiel der Möglichkeit, den Riemen direkt hier über eine Frontklappe zu lösen, was dann wirklich in Windeseile geht. Dann haben wir hier durch dieses spezielle Spindelkopfdesign einen größeren Lagerabstand als üblich. Der Motor ist an der Hinterseite montiert. Das Ganze ist also ein bisschen ausgewogener als bei anderen Drechselmaschinen. Und das letzte in unserem Sortiment ist dann der große Bruder, könnte man sagen, von der Stratos FU230 oder die große Schwester, wie man es will. Das ist dann die Stratos XL. Hat genau dasselbe Spindelkopfdesign, nur halt alles nochmal ein bisschen größer. Das heißt, größerer Spindelkasten, schwereres, massiveres Bankbett, noch größerer Reitstock mit 150 mm Hub. Ich kann auch mal kurz zeigen. Man sieht, die Kurbel läuft fast wie von selbst. Und dann haben wir hier 150 mm Hub. Und wenn man dann genau hinschaut, sieht man auch hier, das Untergestell ist einfach nochmal eine Nummer größer als bei der Stratos FU230. Machen wir weiter mit Nova und Record Power. Das ist einmal die kleinste Maschine hier von Nova, die Nova Comet, also quasi eine Einsteigermaschine, könnte man sagen. Dann haben wir hier die Neptune, die schon ein bisschen größer ist, ebenfalls mit dreh- und verschiebbarem Spindelstock. Und die größte Maschine dann die Nebula von Technatur. Und hier geht es weiter mit Record Power. Einmal die DML 320 und die Coronet Herald, beides Maschinen im Preisbereich unter 1000 Euro. Und dann hier die größte Maschine von Record Power, die Coronet Regent. Und zum Abschluss haben wir hier auch noch die Haga Star Drechselbank, gefertigt in Deutschland mit Außendrehvorrichtung.
So, weiter geht's hier einmal mit unserer Drechselmesser-Ausstellung. Hier sehen wir die Crown Cryo-Drechselmesser, die eine Kryo-Behandlung bekommen haben und somit eine höhere Schärfe und Standzeit haben als im Vergleich zum Beispiel die normalen Crown HSS-Drechseleisen. Außerdem im Sortiment und ausgestellt haben wir hier auch die Drechselmesser von Robert Sorby, zum Beispiel Ovalmeißel, Spindelmaster oder Dekoriereisen wie das Spiralling-System. Dann schauen wir mal weiter. Haben wir hier natürlich auch Record-Power-Drechselmesser hängen, Sets oder einzelne Messer, Schrubbröhren, Abstichsterle, hier nochmal das sechsteilige Set. Simon Hope darf natürlich auch nicht fehlen, also einmal hier annähernd jedes Werkzeug von Simon Hope ausgestellt. Von den Hope Negativschabern über Drechselmessergriffe, Doppelklingen, Ausdrehstelle und dem neuen Messerauflagensystem. Und was natürlich nicht fehlen darf, unsere eigenen Drechselmesser, die KS-Drechselmesser aus HSSE-Stahl mit einem gewissen Kobaltanteil. Schalenröhren, Spindelformröhren haben wir im Sortiment mit einem ganz einzigartigen Griff, der sechsfach abgeflacht ist, sodass er besonders gut in der Hand liegt, aus einem Eschegriff mit Hartfinish. Weiter geht's in meiner kleinen Vorstellung aus unserem Laden mit unseren Schärfgeräten. Auch hier alles ausgestellt: Tormek T8 und Tormek T4, unser KS-Doppelschleifer, der Robert Sorby Pro Edge und die Alternativen von Record Power, der WG250 und der WG200 oder halt hier nochmal der Record Power RS-BG8. Dann haben wir hier unsere beliebtesten Spannfutter ausgestellt von Technatool in verschiedenen Set-Kombinationen oder von X-Minster oder von OneWay oder von Record Power. Hier eine große Auswahl unserer Hölzer und außerdem diverse Oberflächenprodukte, die wir anbieten, also alle Produkte von König einmal ausgestellt, einmal alles von Chestnut ausgestellt, unsere verschiedenen Kleber, die wir im Sortiment haben. Was besonders cool ist, ist, dass wir immer noch versuchen, ein paar Muster mit anzugeben, was man damit tatsächlich machen kann. Hier diverse Penblanks ausgestellt, Zubehör, um Stifte zu drechseln, wie Mandrels, Bohrer oder Bohralen oder zum Beispiel Stiftpressen. Und hier auch einmal diverse Accessoire-Bausätze ausgestellt, von Kugelschreibern über Rasierer, diverse Mühlenbausätze. Also, ich sag mal so, alles, was das Drechselherz begehrt, einmal komplett hier ausgestellt, damit ihr auch immer Ideen habt, wie man das Ganze nachbauen kann, was es überhaupt alles gibt. Im Online-Shop sieht man das vielleicht immer nicht so in Gänze. Ja, ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Ihr habt Lust bekommen, uns im Laden mal zu besuchen. Denkt dran, für alle die, die es unter der Woche nicht schaffen können, haben wir auch an ausgewählten Samstagen geöffnet. Wie gesagt, immer der erste Samstag im Monat und im Winter zusätzlich an verschiedenen Samstagen. Schaut auf unserer Website vorbei, um alle Daten zu sehen. Und was ganz Besonderes bei uns im Laden nochmal zum Abschluss ist unsere kleine Galerie hier mit Ausstellungsstücken von bekannten Drechslern, wie zum Beispiel Hans Weißflug und Jakob Weißflug. Wenn man hier mal reinschaut, hier findet man auf jeden Fall diverse Einzelstücke von den Top-Drechslern europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.